Hallo, wieder zu einem Real Talk mit Tanja und Michi. Genau. Tanja hatte ein einschneidiges Erlebnis. Genau. Was? Ja. Scheidung. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, Tanja hatte eine Scheidung und sie hat einen kurzen Text auf Facebook geschrieben, auf das hinauf habe ich hier eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Das wird unser Thema. Was hast du da circa geschrieben? Dass ich wieder Single bin und glücklich bin und frisch. Ja. Verheiratet, wollte ich sagen. Wir alle heiraten momentan. Geschieden. Und dass es gut so ist, wie es ist. Ja. Und ich habe geschrieben, wie es heutzutage ist als Single. Ob das Ganze nur mehr über diese ganzen Online-Internet-Plattformen und Apps und was ich was gibt, das Tinder und so. Ja. Ob man heutzutage nur mehr als Single so einen potenziellen neuen Partner findet. Genau. Also fast 19 Jahre verheiratet gewesen, ich war 18, da war das Ganze anders. Genau. Definitiv. Und anders. Das war mein Startschuss, dass ich mein Handy in die Hand nehme und ihr schreibe. Das war eine heiße Diskussion. Hätte ich mir nicht gedacht, dass das so ausartet. Ja, ich habe das jetzt dann nicht weiter verfolgt. Ich habe es nur im Hirn abgespeichert. Das wird unser zweites, viertes, sechstes Thema. Ja, irgendein. Ja. Eine Quelle haben wir, ist heute der Tag. Der Tage. Und jetzt reden wir. Darüber. Genau, du warst jetzt 19 Jahre verheiratet. Mhm. 19. August wären es 19 Jahre gewesen. Und am 28. Juni haben wir die Scheidung, die rechtskräftige, gehabt. Super. Was? Okay. Ja. Single. Genau. Das Single-Dasein wirst du jetzt vermutlich nach 19 Jahren genießen. Und deine Frage ist berechtigt. Ja. Wo lernt man Typen kennen? Ich kann dir hier nicht behilflich sein. Kann ich wirklich nicht. Ich weiß es selber nicht. Bist du auch noch auf der Suche? Na, ich lasse mich mal finden. Ja, na, das. Also das, was ich dir empfehlen kann. Okay, das, was ich dir nicht empfehlen kann, ist Lovo. Okay. Hot oder Not. Das ist eine App, die meisten nennen sie Bardo. Ich weiß aber nicht, ob die zusammenhängen. Ja? Das kann ich dir nicht empfehlen. Hier kriegst du Männer halt nicht. Nur für Sex. Erstens das, aber halt keine Linse und so. Okay. Ja? Keine Fernbeziehung interessiert mich nicht. Ja, du weißt, was ich meine. Ich will ja nicht so. Hallo, schon mal. Genau. Fernbeziehungen, ja. Also Lovo und Dings, muss ich da ehrlich sagen, kannst du vergessen, wie. Was war es in meiner Zeit? Flirtchat, Superchat? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Früher hat man sie durchs Fortgehen kennengelernt. Das kannst du vergessen. Aber es ist Katastrophe, was man rumrennt auf der Straße. Ja, so ist das. Aber heutzutage ist es schwer. Ich meine, bei dir ist es leichter, weil dein Kind schon 18 ist. Er ist trotzdem ein Kind. Es bleibt trotzdem immer am ersten Stück. Und da muss der Mann zusammenkommen damit. Ja, ja, das ist ja schon logisch. Aber bei dir wäre es ja rein theoretisch leichter. Sie ist schon 18, er müsste nichts mehr erziehen. Nein. Das muss sie. Auch nicht. Sie muss da mitspielen, dann erziehen. Dass er für dich zurecht gemacht wird. Ja. Oh Gott, das hat sie wieder von vorne gefangen. Ja. Jahrelange Mühe abracken umsonst. Nein. Ja. Wo findet man Singles? Ja, das ist die Frage. Weil heutzutage. Kauft einen Hund und geht, dann sprechen die alle. Ja. Ah, Weiber. Nein, ich will nicht schon wieder Weiber.
Ich hab genug von Weiber. Die sind so, boah. Nein, die sind so zickig und so nervtötend. Ich bin gestanden, ich will endlich einen Mann. Tristan. Einen richtigen Mann. Ja. Einen, es gibt. Wenn er Tristan, also wenn du Tristan hast, möchte ich beim Buch. Vor Foto schicken. Unbedingt. Lies ja vorher das Bild, wenn du ausstaust, schicken. Ja, aber heutzutage ist es halt echt schwer. Okay, machen wir eine Fragerunde, okay? Eine Fragerunde. Wie soll dein nicht aussehen, wie soll dein Charakter sein? Nee, das Aussehen, ich sehe als erstes das Aussehen, das Aussehen muss passen. Okay, machen wir mal das Aussehen. Vor allem, wenn ich nicht spreche, ich nicht an, tut mir leid, das ist umgekehrt dasselbe. Ja, okay, wie soll er aussehen? Größer wie, ganz wichtig, ich darf nicht kleiner sein wie ich, und ich bin 1,72. Dunkelhaarig, ich mag keine Blonden. Aussehen wie Sam Swartz, ein Tor. Augenfarbe? Das ist wurscht. Am besten grün. Ja, es soll kein Fotzbart haben, also kein Vollbart. Wo das Essen drinnen klebt oder so. Mag ich nicht. Dreitagesbart verlegen, sage ich gar nichts. Aber ich darf sowieso nicht zu hohe Ansprüche stellen. Na, da bist du im Arsch, aber die Fantasie darf man ja freien Lauf lassen. Körperbau? Normal. Vielleicht normal. Mit leicht definierten Ansätzen von Muskeln muss aber nicht sein. Er darf ein kleines Bäuchlein bei mir haben. Das kommt wie ein Aufruf gleich. Du willst du für mich wissen. Du kommst dann auch noch dran, gell? Scheiße. Ja. Okay. Und das Wichtigste, Knackarsch, schöne gepflegte Finger und allgemein ein gepflegtes Äußeres. Ja, das ist in der heutigen Zeit. Ich will keinen mit Dreads haben oder keinen mit ja, wenn er glotzen Ringel. So, ja, wenn er so Blackskleine drin hat, ist wurscht. Ringe, ich meine ja der andere Ringeln. Was? Es soll Single sein. Kein Ringeln. Ringeln? Was ist das? Herrchen Ringeln. Was? Geh mir nicht aus! Schau mal. Oh, nein! Ich will nichts im Mund um einen ankleben haben. Okay. Nein. Okay, außen hätten wir jetzt definiert. Und ich darf keine Haarmarsch haben. Also zumindest wachsen. Keine Laune. Okay. Aber Finger sind mir ganz wichtig. Ja, das ist. Es dürfen keine so Wurstelfinger sein oder so. Mhm. Dicke, kleine Dings. Stummelfinger. Auch von den Dings, jetzt von den Nägeln und so. Das muss, weil die Finger. Ja. Wie soll in deinen Augen schauen? Los, was ist? Wir hatten schon lange nicht mehr. Geht nicht. Geht nicht. Wie soll mein Augen schauen? Ja. Größer als ich, weil ich bin eh klar. Ich bin 1,63 Zicker. Was? Wirklich, mein Tochter ist größer als du. Dankeschön. Ich habe aber gewusst, dass der Satz kommt. Den habe ich schon. schlank? Muss ich das jetzt definieren? Nein, oder? Nein, das. Okay. Gesellschaftlich schlank. Ja. Nicht Model-schlank, Gesellschaft. Am besten blaue Augen. Haare ist mir eigentlich relativ wurscht. Nicht Dreads oder so? Nein, das nicht. Ob es jetzt kurz, lang, gewählt. Das muss dazu passen. Ja, das muss dazu passen. Natürlich gepflegt. Mhm. Alles andere ist stinkig. Muss man schon dazu sagen, heutzutage, ja, wenn man sich so umschaut. Ich stelle mir gerade unser Profil vor. Auf Web-Singles. Null Übereinstimmungen. Der Traummann wird erst gebacken. Ja, eigentlich ein normaler Mann. Und von den Eigenschaften? Charaktereigenschaften. Mhm. Okay, das hast du ja nicht beantwortet. Beantwortet. Das bin ich. Sicher, habe ich gesagt. Haben wir wieder überhört. Ja. Okay, dann fange ich halt an. Charaktereigenschaft. Humorvoll, sollte mich zum Lachen bringen. Das ist leicht. Schafft ja jeder. Naja. Naja. Schau. Ja, lachen
er sollte auch ernst sein können, er sollte Kinder mögen, er sollte respektieren, dass das Kind als erster Stelle ist. Das schaffen einige nicht. Das ist schwierig. Ja. Ja, das war eigentlich das Wichtigste. Schon? Und er sollte ein Hauch Arschloch haben. Also, genau. Also nicht so. Aber zur richtigen Zeit. Ja, zur richtigen Zeit. Im richtigen Maße, ohne dass verletzend ist, aber genau ankörnend. Ja, genau. Und man sagt, ach. Hat sie. Also das ist schon mal eine Eigenschaft, was wir gleich haben. Jetzt bist du. Was er nicht tun darf, und das darf deiner sicher auch nicht, lügen. Ja, lügen und betrügen. Genau, es darf kein, also das kein hatte Mann. Ich, sobald eine Lüge bei meinem Mann, zukünftigen, nächsten, irgendwann, was weiß ich, keine Lügen. Ah ja, wir haben etwas vergessen. Er sollte sich vor die Kamera trauen. Nee, bist du arg? Wenn es so wirklich einen gibt, den was ich jetzt beschrieben habe, den zeig ich dir wohl nicht. Das ist ja wirklich. Oh ja, dann kriegst du Klicks. Genau. Dann wirst du Millionär. Du kannst dann packen. Ich wollte gerade sagen, meine muss einer sein, Archie. Nein. Ja. Keine Lügen. Respektvoll umgehen miteinander. Ja. Humor sollte er haben. Bestenfalls meinen Humor. Nein. Aber er darf ruhig ein bisschen kindisch sein, ob du zu das mag. Ich mag jetzt keinen Stocksteifen. Und ich schätze, er sollte sich vielleicht ein bisschen interessieren für deine Marvel. Muss er gar nicht, nein. Muss er nicht. Okay. Muss er überhaupt nicht. Wichtig Wenn es ist, wäre, dann wäre es perfekt. Ja, wichtig ist für mich, dass er treu ist, dass er Respekt hat, dass er mich so akzeptiert, wie ich bin dann. Das ist schwierig, sage ich gleich. Ganz wichtig ist, dass er weiß, was er will in seinem Leben, dass er schon gefestigt und ein standhafter Mann ist. Ich kann genau. Der was alle zwei Monate seine Arbeit wieder wechselt und der nicht weiß, was er will und ja, brauche ich nicht mehr. Nee, das stimmt. Tun wir nicht mehr. Bin ich zu alt für den Scheiß. Ja. Er darf zwar jünger sein wie ich, keine Frage. Wie jung? Das müssen wir auch festlegen. Ja, kommt immer drauf an. Also es muss die gewisse Reife da sein. Kann 25 sein, aber einfach reif sein, dass er weiß, was er will und schon gestanden ist und schon gefestigt ist. Ja, sagen wir mal ab 25 drunter nicht. Man, bitte, ich bin 37, was für 25-Jährige tut sich das mit so einer alten Schachtel an? Naja, gewisse Männer wollen ja älter. Ja, aber die müssen meistens reich sein oder müde. Ja, das. Okay, dann hätten wir das auch schon wieder. Okay. Also ich habe kein Geld zum Bitten, ich habe kein gesellschaftliches Sexiness. Also mit mir kann man nicht angeben. Genau, mit mir auch nicht. Ja, aber mit mir kann man Spaß haben. Ja, ja. Ich bin versorgt. Das bin ich auch. Ja. Haben wir schon festgestellt. Und nein, nicht das, was ihr glaubt. Muss man gleich dazu sagen, weil sonst. Du bist in meinen Arsch gesteckt, Herr Böder. Ja. Ja, aber das muss man ja sagen, weil sonst glauben. Nein. Sonst werden wir ausgerichtet. Was ist, wenn sich das wirklich einer meldet? Wenn sich einer melden möchte. Ich habe den aus Österreich? Aus Österreich. Oberösterreich. Oberösterreich, Wien. Niederösterreich. Ja, so in den Umkreis Deutschland. Wieso machen wir so auf? Das wird jetzt eigentlich eine Diskussion über Singles sein. Ja, ruft mich an. Die Telefonnummer geben wir nicht. Ihr findet ihren Kanal unten in der Infobox und dort findet ihr die Kontaktdaten zu ihr. Okay. Zwangsweise ja. Impressum, ja. Ist so. Aber es ist schwierig. Was? Was? Ist, man ist, ich habe mich 19 Jahre lang nicht umgesehen. Weil ich habe es ja nicht nötig gehabt, war mir wurscht. Ja. Und jetzt, wo ich genau hinschaue, was es am freien Markt ist. Aber lesbisch werden ist auch gehabt, sagen wir. Weil man die Frauen angeschaut. Vergiss es. Naja, ich meine, schau die heutige also Jugend. Junge Erwachsene an. Ich bin. Es ist blöd, ich bin ein ganz blödes Alter. Warum? Ich bin zu alt, dass ich sage, ich kann Ansprüche stellen auf meinen Mann. Aber noch zu jung, dass ich sage, ich selber kann keine stellen. Weißt du, mein? Könntest du das auch sagen? Ja.
Okay. Wenn du sagst, du bist 50 und Single, du hast erleichtert, dass du ihn findest, weil deine Ansprüche nicht mehr so hoch sind, weder vom Aussehen noch sonst irgendwas. Nur naja, das würde ich aber jetzt nicht. Du findest trotzdem schneller, wenn, weil du auf andere Sachen Wert legst. Okay. Wann hast du das letzte Mal wen kennengelernt? Das letzte Mal wen kennengelernt? Einen fremden Mann. Über die Apps? Ja. Persönlich jetzt, das sehe ich ja privat. Also kennengelernt über eine App und privat, ja, hatte ich. Das war 2015. 3 Jahre. Ja. Also war das letzte Mal 6 genau, 3 Jahre. Das ist nichts, 3 Jahre zu lang wie nicht, weißt du was? Das trocknet ihn. Da verkümmert ihn, nicht nur sexuell. Ja, naja, du musst ja eigentlich. Ich meine, ich habe mich zwar getroffen, aber. Ist das Koma, was beschrieben worden ist, oder? Ja, das habe ich mir eigentlich nicht angeschaut, der war einfach nur Naja, er war ein Mann. Na, das ist schon mal gut. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das formulieren soll. Er war ein Mann. Der es nicht kann. Der wusste, was er kann. Okay. Aber der Rest, den Rest hast du vergessen können. Na, also nichts für Beziehung. Nein, weil ich brauche kein zweites Kind. Ah, oh, nein, das brauche ich ja nicht. Drum oder wenn du dir ständig anhören musst, die Lebensgeschichte und du dir denkst, geh zum Psychiater oder zum Neurologen. Yes. Oder hast du keine Freunde? Arbeite an dir selber, anstatt dass du jeden für dein Nicht-Liebe, Kanon. Also ich habe das ein Jahr. Ich glaube, das müsste jetzt ausschneiden, ich glaube immer drauf. Ja, da blende ich im Ei zwischen uns. Ei? Ja, ist ja wurscht. Irgendwas blende ich drüber. Ei, wie kommst du jetzt auf Ei? Ja, weil ich bei Ostern immer ein Ei drüber blendet habe. Ja, aber ganz anderes Ei doch! Wenn wir gerade vom Mann reden. Du hast in die Kamera geschaut, gell? Ich hab das gesehen. Ich hab unbeabsichtigt, glaube ich. Ich muss dir ein Ei übers Gesicht legen. Nicht nur übers Gesicht! Das passt eine ganze Zeit. Ja, war ich schon. Ja. Na, es ist halt. Schreiben ist okay, telefonieren war auch okay. Durch. Ja, aber ich kann mir nicht einmal mehr das Schreiben kann man nicht einmal vorstellen mit einer fremden Person. Oh ja, das geht. Schreiben geht. Du lernst da. Ja, aber das, da ist doch immer so der Abstand dazwischen. Ob die Person dann wirklich so ist und ob sie ausschaut, wie sie ausschaut. Dazu musst du dich dann mit der Person treffen. Das ist halt dann das zweite Hindernis. Ja. Aber wenn du mit einer Person. Ich habe. Okay, das ist jetzt ein anderer. Ich habe durch Lovo einen Gescheiten kennengelernt, aber wir haben sich nie getroffen, obwohl der 4 oder 5 Stationen weiter wohnt. Wir haben sich noch nie getroffen. Wieso nicht? Weil sie nie passt hat. Ja? Und wir haben sich halt unterhalten und sie schreiben jetzt gelegentlich jetzt noch ein bisschen. Mhm. Ja? Aber da hat das Schreiben passt. Wirklich. Wenn du fängst ja an, zwischen die Zeilen zu lesen. Aber verlierst du doch nicht im Schreiben. Dass du mehr eine interpretierst, vielleicht, als das müsst. Das habe ich vielleicht, wie ich 15 oder 14 war. Nein. Also 14 oder 15. Ja, hey, das ist 19 Jahre aus. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das geht. Ich weiß nicht einmal mehr, wie flirten geht. Oder wann ich angeflirtet wird. Das war sie schon. Mein. Du könntest. Also. Nein, ich kann keinen Kurs machen. Nein, du brauchst keinen Kurs machen. Du brauchst nur einen Unterschied sehen. Geh in Love Chatter, fragst dich, willst du? Schnicksi Schnatze. Ja. Ich will nicht. Nein, das fragen sie dich. Okay. Geh in ein Erotikforum und dich fragen sie das auch, aber das ist ja der Sinn dahinter. Ja, ich sag, warum bin ich in dem Forum? Heißt ja schon Erotikforum.
Ja, aber wenn du sagst, na, du möchtest da mal so schauen und dich unterhalten, wirst du sehen, dass diese Leute, ich sage jetzt extra diese Leute, viel angenehmer zum Schreiben sind und zum Treffen als die von Loro. Okay. Du sprichst aus Erfahrung. Ja. Es geht um das Thema Dings. Mhm. Ja. Aber wenn du sagst, die Grenze, dann bleibt das auch so. Und du unterhaltest dich? Sicher, du musst doch Spanisch schreiben. Ja, aber das waren wir zu wählen. Ja, aber dazu musst du dich ja dann treffen. Ja, was ist, wenn es dann nicht passt, die Chemie? Naja, dann suchst du halt weiter. Ja, aber das ist... Aber bei Loro, schau dir die Leute bei Loro an. Keine Ahnung, ich habe mir noch nie so eine App oder irgendwas angeschaut, ich kann es nicht sagen. Okay, das zeige ich dir dann. Zeige ich dir dann. Jetzt muss ich die Kamera dort hinstellen und na, dann muss ich wieder Werbung schreiben, will ich auch nicht. Wie lange bist du jetzt schon Single? 2014. Nein. 2013. Okay. Ja, 2013, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ja? 14, 15, 16, 17, 18. Ich bin jetzt nicht aktiv. Jetzt 5 Jahre. 5 Jahre, ja. Das ist... Ja, bei mir ist das aber ein anderes Problem. Ja, beim kleinen Kind, gut. Ja, weil ich immer denke, der Mann nimmt die Herausforderung nicht an. Mhm. Aus dem einfachen Grund, weil ich bin ja offen und ehrlich, sag ja, wie es ist. Mhm. Ja, ja, sobald es zu einem Treffen kommen soll, nein, nein. Mhm. Also brauche ich mich... Kannst du es gleich vergessen. Genau, deswegen verarsche ich die Männer. Mhm. Wenn wir das nicht sowieso? Ja, ja, sicher. Ich meine, ich bin ja das schreckliche Biest. Mhm. Punkt der Männer. Hast du ja mitbekommen. Ja, was machst du, wenn die Beine nicht breit? Wenn gewisse Leute so sexsüchtig sind. Ja. Du Flitscherl, du. Genau. Ja? Das Video geht jetzt seit 22 Minuten. Was? Ja. Ist ja voll ausgeartet. Ja, aber es ist so Single. Ja, du mit dem Aufruf. Ja. Single sein ist auf einer Seite angenehm. Ich meine, nach 19 Jahren ist es ungewohnt, weil bist dann alleine. Du weißt eigentlich am Anfang gar nicht, was mit dir anfangen sollst. Ja, das habe ich nicht, das Problem. Ja, okay. Weil jetzt kann ich alles machen, was ich will. Ja, sicher, aber am Anfang bist du kurz verloren und weißt nicht, wo du anfangen sollst. Was mache ich jetzt als Erster oder so? Ja? Das war kein Problem. Alles rundherum organisieren, dass das alles jetzt passt. Das, ja. Und dann überlegen, will ich jetzt einen oder ist später? Nein, später. Oder... Na gut, das kannst du nicht sagen, wann wer kommt, der passt. Ja, und das macht sicher Sinn, kann man nie sagen. Aber die Überlegung, aber ich suche jetzt nicht. Will ich jetzt gleich oder will ich jetzt nicht? Das ist ja immer wieder... Ich kenne Leute, die gehen und haben 2 Monate später einen anderen. Ja. Ja? Verstehe sowieso nicht. Ja. Aber gut, das ist so. Ich kenne Mütter, die hat eine Woche den und am Montag kam es schon wieder einen anderen. Und das Kind sagt jedes Mal Papa. Was? Ja. Ich kenne solche Leute, ich weiß nicht warum. Ich ziehe so Leute an, ich habe keine Ahnung. Dann hast du immer Thema für die Dogs. Ja. Also, keine Ahnung. Über die habe ich ja schon mal gesprochen. Ja. Gezielt suchen du nicht. Nein, gezielt suchen darfst du nicht, dass du in die ärgste Scheiße. Aber man hat ein Bedürfnis. Und man macht sich Gedanken, wie es ist, weil man ja nicht weiß. Da würde ich einfach Erotikforum empfehlen. Ganz einfach. Na, jeder Tag gehe ich auch nicht zu den Foren oder Apps. Ich hatte eine Bekannte, will ich jetzt nicht sagen, Freundin will ich jetzt auch nicht sagen. Ich hatte Kontakt mit einer Person, die weiblich war, wo ich das, glaube ich, vorgestern oder gestern gepostet habe. Ich weiß zwar, was eine Niete ist, aber ich weiß nicht, wo mein G-Punkt ist. Mhm.
Den Satz. Ein G-Punkt gibt es übrigens nicht, nur dass du es wisst. Wissenschaftlich bewiesen, sorry. Anatomisch auch. Ja. Und diese Person hat, glaube ich, die weiße Leber. Weiße Leber? Ja, kennst du das? Nein. Die weiße Leber ist bei einer Frau, wenn sie ständig. Sexsüchtig. Ja. Ah, okay. Kennen wir ja einige. Ja. Und das war sie, glaube ich. Sie hat sich bei Lovo angemeldet, sie hat sich bei Hot oder Not in der App angemeldet. Die hat ein Kind, also hat sie. Mhm. Ja. Hat funktioniert, oder? Sie hat sich einen nach dem anderen heimbestellt, obwohl ich ihr geraten habe, dies nicht zu machen, da sie ein Kind hat. Und sie mir dann am nächsten Tag stolz erzählt, dass ihre Tochter sie erwischt hat. Wie alt ist die Tochter? Die war zu dem Zeitpunkt 6. Anstatt dass sie aufgehört hat, ist sie ruhig geblieben. Das Kind hat sich umgedreht und ist wieder ins Bett gegangen. Und dann hat sie weitergemacht. Okay. Leid gibt's auf der Welt. Ich weiß jetzt nicht, ob das leise war, aber ich schalte sie laut. Ja. Nein, es ist. Also, keine Ahnung, wo ich die Leute aufreiße, aber. Schwierig. Ja. Also, in der heutigen Zeit Single zu sein, ist auf einer Weise angenehm. Aber auf der anderen Seite auch. Man allein sterben will nicht. Ja, über das Thema hatten wir auch schon gesprochen. Das ist. Also, ewig will nicht allein sein. Ja, verdammt. So ab einem gewissen Alter, wo dann alles schwieriger wird und alles. Die Kinder draußen sind und so, wo du dann wirklich allein bist, wird schwierig, glaube ich, weil ich bin eher so ein sozialer Mensch. Ja. Ich habe eigentlich immer einen Partner gehabt. Das heißt, aufrufen. Aufrufen, aufrufen, aufrufen. Ich glaube, das wird ein Clickbait-Video. Du hast die richtige Überschrift nimmst, ja. Tanias Unterwelt sucht. Nein, nichts da, du auch. Zwei Singles suchen. Nein, ich bin ein Weib, das was nervt. Verstehst du das nicht? Ich kann mir mal zuhören. Oder stopfen. Männer, ihr wisst, was ich meine. Ja, Männer, die ich vielleicht mag. Ja. Die ich nicht mag, brauchen sich nicht mehr. Das ist klar. Von denen gehen wir mal aus. Naja, bin ich mir nicht so sicher. Sagen wir mal, sie müssen definitiv auf unserer Gegend sein. Genau, weil eine Fernbeziehung ist eine scheiß Beziehung. Das ist gar keine Beziehung. Genau. Und ja, das war unser halbstündiges Video. Total planlos. ein Aufruf haben wir gestartet. Unsere Klarpunkte haben wir so halbwegs definiert. Ich meine, wir brauchen auch eins, so wie mit der Angie, ein Video, was wirklich ist. Und das laden wir auch rauf. Natürlich. Ja, sicher. Irgendwann werden wir sich wiedersehen. Vielleicht mit Partner. Oder ohne Partner. Zu viert vor der Kamera. Nein. Tauschen wir. Wenn es Zwillinge sind, hallo. Du noch deine Vorstellungen, wird es bei mir auch passen. Genau. Also, wenn ihr Zwillinge seid, auf der Suche. Versaut und verspielt. Ja, aber was gibt es noch zu sagen zu Single sein? Single sein kann schön sein. Muss man aber nicht. Man kann, nein. Aber krampfhaft suchen. Nein. Da kommen die idiotesten Idioten zum Vorschein, wo du denkst, what the fuck? Ja, weißt du, so. Ja. Bedürftig noch dein Ausschuss. Da kommen dann, oder untervögelt. Kenn ich ein paar Werber. Kennen wir da nicht schon dazu? Nein. Was? Nein. Also, nein. Ich weiß aber nicht mehr, wie das geht. Weißt du, wie das ist, wenn du so 19 Jahre lang mit einem Partner zusammen bist, du machst da sogar einen Kopf drüber und Gedanken, wie das Küssen mit wem anderen ist, weil du das nicht weißt. Du hast es schon. Meldet euch. Du hast es schon so eingespielt, du weißt es ja nicht. Jeder küsst. Aber das ist von der anderen Mann. Die
die Kamera raus. Ach, das Thema war zu heiß. Wir haben uns gerade ausgezogen drum. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst, aber das spielt sich ja dann wieder ein. Ja, aber das ist komisch. Wie tust du am Anfang wieder? Testen. Da kann ich nicht sagen, mach's. Also ich mach's einfach, dann sehe ich eh, ob's passt oder nicht. Aber eigentlich weiß man lieber, was der Mann macht. So, ich bin so, so wie du sagst, so ein bisschen Bad Boy. Ja, sicher. An die Wand drucken. Bisschen hoch. Den Willen aufzwingen ein bisschen. Ja, sicher, aber dazu brauchst du einen geeigneten Partner, der das auch dann wirklich kann. Boxt man? Ja, ich pack da einen. Mhm. Und dann schreibst Tristan drauf. Genau. Das Schniedel. Ich wäre ja gespannt, wann das erste Tattoo von irgendwem daherkommt, ja, und sich tätowieren lässt, Tristan Wengler. Ich kenne nur, wenn der Fliege auf dem Dreieckel hat. Eine Fliege. Eine Fliege da unten, passt perfekt. Ich kenne einen, der ist aber schon gestorben, der hatte 007 oben. Das hat man aber nur gesehen, wenn er steif war. Sonst hat er sich hinter die Falten versteckt. Ja, okay, jetzt beenden wir das Thema, weil das wird... Das seid kommt. Ihr eigentlich Single? Ja, seid ihr Single. Wie lernt ihr potenzielle Männer kennen? Ja, gibt's uns Tipps. Wie gesagt, die Aufklärung habe ich euch hier schon gegeben, wo ihr sie findet. Google, Tanjas bunte Welt, da kommt sie auf die Homepage. Da könnt ihr ein bisschen lesen, weil sie tut auch sehr gerne bloggen über ihre Reisen. Also, sie braucht einen Partner. Wirklich. Jetzt nicht. Auch wenn es nur ein guter Freund ist. Er reist gerne. Sie braucht ein Händchen zum Halten. Flugangst, mehr Sorge. Genau. Okay, das war's. Weil das Thema würde noch 10 ja. Stunden dauern. Locker. Du müsstest aber dann bei mir schlafen. Ja, das war's. Wir sehen dich und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, wann ihr halt das Video seht. Genau. Tanjas bunte Welt und ich mein Was-Blog. Sagen tschüss. Tschüss. Ciao. Peace. Was für eine geile Zeit. Das sind unsere Jahre. Und ich